Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns und ich bekomme tatsächlich vom Spiel eine zweite Chance, die Schnauze hier zu bekommen. Hat wohl wieder nicht an der Stelle gespeichert, wo wir eigentlich zuletzt waren. Deswegen habe ich gerade geguckt und lande hier. Das ist wunderbar, dass ich hier runterknall gerade. Da ist die Schnauze und vorher habe ich sie noch immer gesucht. Sie ist hier um die Ecke, aber jetzt werde ich sie kriegen. Yay, ich habe die Schnauze. Ja, deswegen, normalerweise hätte ich auch bis dahin gespielt, wo wir zuletzt waren. Aber, mich hat doch das letzte Mal ein bisschen geärgert. Und eigentlich ist es ja gar nicht wichtig jetzt mehr so mit den Zehen, aber, ne, naja. Ich finde diese Art von Musik übrigens gerade auch sehr unheilverkündend. So. Nochmal das Ganze. Dreh den Kasten, Alice. Dreh ihn. Ach ja. So. Hier sollten wir das letzte Mal, glaube ich, weitermachen. Das hat ja immerhin schon mal geklappt, das nicht. Ich brauche mehr Schwung. Mehr Schwung. Ja, super viel Schwung. Hat ja wieder toll geklappt. Klappt nicht. Geh mal hier nach unten. Und so richtig mit Power jetzt. Hui. Was ist das denn hier, ey? Hallo. Ich gehe mit dem Controller eigentlich mit, aber irgendwie will er nicht. Und das ist auch spiegelverkehrt. Ich mache nach rechts und das Ding macht nach links. Das ist etwas verwirrend. Der Schwungwinkel war auch nicht so gut. Oh, ganz knapp hier. Mann, Mann, Mann. Super. Oh, wieder dran vorbei. Klar, ich muss ihn ja mehr nach rechts stellen. Es sieht aber immer so aus, als würde er ihn eigentlich treffen. Mach mal hin jetzt hier. Das sieht so aus, als würde ich an dran vorbei machen, aber irgendwie klappt das so eher. Das mit dem Spiegelverkehrten irritiert mich. So, raus hier mit dem Kopf. Wo bin ich denn jetzt hier? Hm? Ah, hier soll ich rein. Und sammeln einfach mal trotzdem fleißig Zähne. Drehwurm. Was höher geht nicht. Ach so. Mhm. Ja, aber das Ding lässt sich nicht... Ach so, jetzt. Hä? Was war das denn?
Toll. Nein! Schwierige Stelle. Nein! Ich sehe überhaupt nichts. Das ist echt gemein hier. Wie soll ich denn blind... Stell dich mal nach oben. Oh! Zu früh losgelassen. Ich hab's hier heute nicht so mit dem... Ist heute nicht so. Du sollst da drinnen landen. Ich will weg hier. Ich will wieder mit Alice spielen und nicht ihren Köpfen. Yippie, endlich. Ich hole mir nur eben die Zähne, wenn ich kann. Kann ich aber nicht. Egal, dann gehe ich jetzt hier. Ich gehe. Ach, endlich. Geschafft. Hat eine Weile gedauert, sorry. Och nö, noch eine Runde. Ja, die ziehen es echt ein bisschen in die Länge hier, ne? Man denkt, man hat es geschafft. Da dachten sich die Programmierer, hey, jetzt sind wir erst auf den Trichter gekommen, diese Minispiele zu machen. Dann können wir ja noch das so und machen und man könnte die Kanonen noch so. Und ja, jetzt erstmal nochmal so das ganze Programm. Ich schaffe das hier irgendwie nicht zu dem anderen hin. Fast, aber reicht nicht. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr... Hä? Wieso bin ich gestorben? Ich bin doch da unten gelandet, oder nicht? Hä? So. Toll. Geschafft. Auch geschafft. Nee, da gehe ich nicht lang. Oder? Bin ich drauf? Ich bin drauf. Ich bin sogar drauf. Wahnsinn. So, geht mal alle weg hier, ihr Kugeln. Ich bin hier. Ich lasst mich durch. Düm, düm, düm. Düm, düm, düm. Ja, so richtig mit Power gegen die Lebkuchenwand. Hallo, kannst du das mal auch zerbomben? Warum geht das nicht? Ich glaube, ich darf gar nicht an dieser Rampe hoch. Ich glaube, das ist schon falsch. Ja, so war besser. Jetzt komme ich hier durch. Bin ich drin? Darf ich gucken? Ja. Richtig mit Power geschossen anscheinend. Ja. Wo war ich denn jetzt gerade? War da drunter noch irgendwas, wo man hätte reingehen können? Bestimmt. Wahrscheinlich waren da goldene Zehen oder so. Ist aber egal. Ja, man soll eindeutig die Upgrades alle schaffen dürfen können. Egal, wie man vorher gespielt hat. Wir gehen runter. Ganz runter, wie es scheint. Ja, ganz runter. Oh, sie ist aber tief gefallen. Das ist echt... Das ist schnell. Warum ist das so schnell?
Selbst auf der Eisbahn war es nicht so, habe ich das Gefühl. Ja, ich komme da nicht, ich krieg das nicht hin. Ich weiß. Ich bin immer froh, wenn ich auf der Bahn bleibe. Und dann nehme ich immer einen Kauf, dass die da kommen. Scheiße. Na komm. Wahnsinn, was für eine actionreiche Gegend hier. Hui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 . Manchmal war es ein bisschen knapp, da dachte ich, Mist, mit der Methode komme ich gerade nicht so gut voran, weil ich ja auch doch viel eingesteckt habe, aber letztendlich war es immer doch ganz gut. Ich glaube, da war das Glück ein bisschen auf meiner Seite, dass die zwei Puppen, Kinderdinger, Beast Babies, dass die da zusammen immer kamen und dann... Ja, und dann, wenn ich dann geschossen habe, dann habe ich immer gleich beide gehabt. Oh, oh, das könnte die letzte Erinnerungstür sein. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Gelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Da sind wir wieder zurück. Alice erinnert sich an den Doktor und daran, dass er es wahrscheinlich war, der bei ihrer Schwester ins Zimmer gegangen ist. Die Frage ist halt immer noch, wie hat er das angestellt, dass sie unversehrt geblieben ist. Meine Theorie ist ja, dass er sie halt vorher rausgeholt hat irgendwie. Oder meinetwegen auch da im Zimmer noch mit ihr sonst was angestellt hat, ne? Und dann
ich weiß nicht, sie halt das Haus abgebrannt hat, sie dann halt rausgeholt, dachte ich mir, dann was mit ihr angestellt und dann später zu den anderen Leichen getan, sodass das aussieht, als wäre sie mit im Brand gestorben, nur dass die dann halt dabei unversehrt geblieben ist. Irgendwie muss es ja eine Theorie dazu geben. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Ja, aber bei dem Kram hier, da muss man ja weinen. Ich sollte mir hier eigentlich irgendwas angucken. Und zwar möchte ich eigentlich mal diese ganze Pracht hier aufnehmen. Und zwar die ganze Sicht. Und dass wir uns das mal hier angucken. Das sieht nämlich aus wie der infernalische Zug, der hier unter uns ist. Oder? Nee. Ist es vielleicht doch nicht, aber kommt dem Ganzen irgendwie so nah? Ist doch, der ist das. Da sind die Gleise. Ja. Da sind die Gleise. Ich krieg hier gerade voll einen ab. Au, 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 au. Das ist voll übel hier. Ich merke das schon. Komm. Und das mit dem automatischen Zielen kommt mir immer so ein bisschen in die Quere. Die sammle ich noch ein. So, da kommen die nächsten. Die habe ich auch. Finde ich gut. Gehe ich hier lang. Oh, hier oben sind so kleine Kinder, die da rauskommen. Wie eklig. Übel, übel. Da ist eine Erinnerung. Wie komme ich da hin? Einfach da lang? Ja. Hier ist ein Schlüsselloch, da kann ich rein. Oh, jetzt wird's echt düster. Ich bin auch langsam schon so ein bisschen aufgeregt. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Nee, das bist du nicht, Lizzie. Und es tut mir echt total leid um sie, was ihr da passiert ist. Echt schlimm. So scheiße, dass auch keiner da war, der ihr hätte helfen können anscheinend. Und deswegen kommen die hier oben auch alle so in Reih und Glied raus. Weil er, weiß ich nicht, mit den Kindern halt Scheiße gemacht hat. Oh Gott. Ich gehe trotzdem jetzt mal eben hier in die Waffen. Es gibt doch gar nichts mehr zu upgraden, oder? Wir können doch gar nichts mehr machen. Alles ist schon hier volle Kanne. Jetzt schaut euch das an. Wie schrecklich ist das bitte? Oh, das ist das schlimmste Bild aus dem ganzen Spiel, echt. Furchtbar. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zum Komplizen des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sagen. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder! Du
blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie, mein Geist, der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Du bist verloren, und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Wieder zurück aus der schrecklichen Erinnerung von Alice sind wir wieder zurück in London und ist es natürlich eine ganz schreckliche Wahrheit, die da Alice erkannt hat. Sie hat natürlich bei ihrem Doktor versucht, Schutz zu suchen, wollte allein den Tod ihrer Familie verarbeiten. Dazu kommt dann noch, dass er mit Absicht sozusagen ihren Verstand vernebelt hat, damit sie halt vergisst, damit sie das Ganze gar nicht durchschaut. Und das ist so das Schlimmste daran. Er soll ihr eigentlich helfen, klarer zu sehen, und macht das aber noch schlimmer, so dass sie nicht dahinter kommt, dass er eigentlich allgemein alle Kinder hier, nicht nur Lizzie, sondern alle Kinder aus der Stadt benutzt hat. Sie sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen, obwohl du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Der infernalische Zug. Dieses letzte Stück mache ich mit euch im nächsten Part zusammen, vielleicht im finalen Part von Alice Madness Returns, und freue mich darauf, dass ihr bis hierhin geschaut habt und auch den letzten Part mit mir nochmal zusammen erlebt. Bin gespannt, was kommt, und bis zum nächsten Mal. Bis dann.